Hallo Boys und Ghouls und willkommen bei Trades TV. Ich habe mal wieder einen Gast. Eigentlich brauche ich ihn ja nicht vorstellen, ne? Der war ja schon mal hier. Ja. Und da möchtest du sagen, wer du bist? Maike. Maike. Und Maike ist nämlich mein Geschwisterchen in Crime. Ne? Wir sind nämlich immer zusammen unterwegs, Spielzeug kaufen. Ja. Und wir waren mal wieder im Smith Toys und ich werde Maike auch nicht mehr mitnehmen. Die verführt einen nämlich immer zu richtig dumme Sachen kaufen. Es geht tatsächlich nicht um diese Sachen, die stehen einfach nur zur Zierde hier, weil eigentlich... Damit habe ich gar nichts zu tun. Naja. Eigentlich geht es heute hier rum. Man siehst du auch die ganzen Fragezeichen in den Gesichtern der Leute. Ja, ich auch. Oder vielleicht auch deine Heldin, habe ich auch. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, ein Treasure X Spielzeug zu kaufen, aber auch nur, weil es ein Alien ist und Aliens weitestgehend Monster sind und ich sowas gut finde. Und natürlich ist das auch ein Blindback und meine Neugierde war natürlich größer als als mein Verstand. Dann habe ich das Ding mal eingepackt. Es war jetzt nicht besonders günstig, aber auch jetzt nicht so richtig krass teuer. Ich habe da 20 Euro für bezahlt und weiß überhaupt gar nicht, was das ist. Und es ist ja, wie gesagt, noch zu. Und ich werde das mit der Maike jetzt zusammen mal aufreißen und eine Alien-Autopsie vornehmen. Und das wird's heute sein. Ja. Let's go, der Waschbär. Who here hasn't been to space? Why? You better not throw up on my ship. Wir haben jetzt hier noch eine GoPro dabei. Darf man das überhaupt sagen oder ist das Schleichwerbung? Wir haben auf jeden Fall jetzt noch eine kleine Handkamera dabei, so, weil ich krieg's irgendwie nicht hin, die Kamera so hier festzumachen, damit die uns über die Schulter guckt. Deswegen halte ich das mal ganz professionell, wie ich bin. Halte ich das mal hier dran, so, dann mach mal auf. Eigentlich ist es ja ein bisschen zu schade, ne? Ja, aber du willst ja die Plastik-Dingskopf behalten, dann kannst du hier die... Guck mal, das brauchst du ja nicht. Oder, ja, ich kann es nicht so abreißen, dass es heile bleibt. Ja, ich kann es überhaupt nicht. Ich sehe das. Das Plack. Mach das ordentlich. Ja, warte. Ich guck mal. Hier ist, ach, wo muss ich es hinhalten? Da besser so, ne? Ja, machen wir es mal so. Du kannst es ja drehen. Trommelwirbel. Oh. Versagt. Ach, guck mal. Was natürlich geil ist, ne, dass der auch schon ein Sculpting hat, weil dann kann man das Ding nämlich, muss man nicht wegschmeißen. So, dann kann man das nämlich auch schön anmalen. Ja, das wirst du können. Ja, finde ich gut. So, ja, das ist schon mal gut. Ja. So, und jetzt müssen wir das Ding knacken. Mach nochmal. Warum machst du das? Ein Alien-Maurer-Dekolleté. Ja, so die vergeben die anderen Sonden, nicht du. Ja, stimmt. Das ist der Grund, ne, warum die nicht bei uns landen. So, sollen wir mal tauschen, dann kannst du hier den knacken. Ich weiß gar nicht, ob ich den aufkriege. Ja, nimm mal. So. Ich hole mir einen Hammer. Wollen mal gucken. Ist hier unten noch so ein... Nee. Das geht ja einfach. Viel zu schnell. Viel zu schnell. So, hier sind verschiedene Tütchen drin. Und zwar eins. Guck mal. Plastikmüll. Nein, hier ist Grippe. Ja. Voll gut. Hier ist ein Herz. Geil. Ja, Mann. Hier ist ein. Brain. Gehirn. Hast du nicht. Warte. Warum bist du so? Weil ich und, das hier sind, und das hier sind Augen. Gib mir mal. Dein Hirn. Ist kalt, Mann. So. Und eine Gebrauchsanweisung, wo nichts draufsteht. Oh, das Licht ist ausgegangen. Ist das schlimm? Nee, kannst du hier einfach drücken. Okay. Ja. Das ist das Alien, das sind die Strahlung, atomare Strahlung. So sieht das aus. Radio. Von innen. So, hier sind vier Kammern drin. In jeder Kammer war ein Tütchen.
die wir jetzt mal aufmachen. So, jeder zwei, was möchtest du denn? Möchtest du Rippen, Herz, Augen? Gib mir die Augen. Nimmst du, und ja, du hast ja zwei zur Auswahl. Und noch? Ich, mach du, such deins, such du auf. Ach, das ist viel zu schade zum Aufreißen, ne? Ja. Seven Other steht da drauf. Keine Ahnung. Ja, komm, jeder ein großes und ein kleines. Aber dann... Ich kann ja mal halten für dich jetzt. Okay, dann machen wir die Augen, ne? Ja. Ich glaube, hier ist was Schmieriges drin. Soll ich den Müll da reinschmeißen? Oh nein, hier. Ich glaube, Hauptsache, du lebst es auch nachher wieder auf. Ja. Ja. Ja, wenn ich sein muss. Reingucken. Spannung. Das ist echt glibberig. Echt? Ja. Wie so eine Alien-Autopsie auch ist, ne? Ja, was ist das? Ach, so ein Aufsteckkopf, ne? Eieiei, Alter, das ist echt schon krass klebrig. Das ist nicht das so ist klebrig? Ja, guck doch mal. Oh, nee, soll ich Handschuhe holen? Nein. Schon gewonnen. Noch ein Kopf. Eine Mischung aus Scarecrow und wie heißt der von Mad Max? Immortan Joe oder so? So, hier sind zwei Köpfe drin. So. Mach ich jetzt mal das Herz auf. Ja. Ja, aber geile Farbe. Ja, hier sind Accessoires. Eine Kettensäge? Ja, ja. Ey, das, ich finde das voll gut. Ja. So. guck mal, wenn der trocknet, kannst du da so ein... Das bleibt dann. Sieht ein bisschen aus wie ein Anus. So, ja, nee, komm, wir müssen hier weitermachen. So, also ich muss sagen, das war jetzt schon für mich persönlich ein voller Erfolg, dieses Ding. Ich finde das total gut. Das ist voll gut, ey. So mach ich das aber gleich auch. Ich bin nur so drin rumgepult. Oh, ja, ja, Spaghetti! Da sind die Eingeweide, wa? So, haben wir hier noch mehr Waffen. Schön bunt, ey. Ja, voll der Amerikaner, boah, der hat nur Waffen hier. noch ein Kopf. Was immer das hier ist, ich denke mal, das sind Guts. Wie fühlen die sich hier an? Ja, wie Nudeln tatsächlich. Ah. Was ist ein Gedärm? Ja. Ja, ich auch. Boah, das riecht richtig nach Chemie. Ja, warte. Entschuldigung. Entschuldigung. Mach das nicht. Warum? Du jetzt voll durchziehen. Weil die Leute denken, wir hätten sie nicht alle am Zaun. Aber wir haben sie auch nicht alle am Zaun. Nee, und ne? Die auch nicht. Die ja. Auch nicht. So, guck mal, jetzt haben wir hier ich so... Guck das ja. Ja, spätestens jetzt haben sie es wahrscheinlich ausgemacht. Klebt das? Also, wenn das an der Wand wird? Ja, das machen wir hier bitte nicht. Immer ein gern gesehener Gast. Benimmt sich wie eine offene Hose. Mach mal auf jetzt. Vier Figuren, Alter! Geil! Den kannst du jetzt gleich zusammenbauen. Überall so Pfützen von Schleim hier am Tisch. Ja, wenn man jetzt wüsste, wofür das alles ist, ne? Ich meine, okay, dass man hier die Köpfe auf die Dingens und die auch alle eine Waffe tragen können, ist ja schon mal ganz gut. Aber was haben sie für eine Mission? Naja, hier was uns, die Geschichte uns voll zu schlagen. Ja. Aber die sehen auch cool aus. Ja. Das ist so genau my cup of tea, so kleine Monsterchen, kleine Aliens. Vielleicht wollen die einfach nur nach Hause oder die Weltherrschaft übernehmen. Ja, wahrscheinlich das. Aber meinst du, wenn man mehrere kauft von diesen großen Teilen, dass da auch halt unterschiedliche Aliens noch drin sind? Woher weiß man denn, welche es gibt? Weil das ist ja jetzt nichts, keine Anweisung war. Frag doch die Zuschauer. Die freuen sich, wenn du sie mit einbeziehst vielleicht. Ja, tatsächlich, ne?
Also gibt's jemanden von euch, der sich auch schon mal so Aliens gekauft hat oder der sich damit auskennt und weiß, wie viele verschiedene Figuren es da wohl gibt? Dann könnt ihr mir das ja mal in den Kommentaren mitteilen und dann weiß ich da Bescheid. Also ich hätte Bock, da noch mehr von zu sammeln. Ja. Weil, ja, es ist, es macht Spaß, hier mit diesem Zeugs rumzuekeln. Auf jeden Fall. Hängt an meiner Hose. So, und das ist eine sehr bunte Angelegenheit und ja, bauen wir zusammen vielleicht. Ja. So, ja, das war Treasure X Aliens, würde ich mal so sagen. Und wir haben mehr hier rumgeekelt und rumgestaunt, als überhaupt irgendwie gesprochen, habe ich das Gefühl. Ach, das kam dir nur so vor. Das kann, ja, hoffe ich. Die Autopsie. Die Autopsie. Obduktion. Das war ich jetzt. Die Obduktion. Die Leichenschau. Leichenschändung wäre beendet. Und ja, damit würde ich sagen... Du olle Spielkind, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit entweder mal einem neuen Blindback oder wieder irgendwelchen Actionfiguren. Also, bis bald. Ciao. Tschüssi. Ah, ich schwanke noch. Du weißt, dass die Kamera noch läuft, ne? Das kannst du ja rausschneiden. Nein.